vergessen. Am besten abends mit etwas Flüssigkeit nehmen, okay? Alles klar. So, was kann ich für Sie tun? Hier, ich habe ein Rezept fürs Lachen von meinem Arzt gekriegt. Haben Sie da was? Na sicher, da haben wir gerade etwas Junges, Frisches reinbekommen. Den müsste ich hier in der Datei haben. Na, wie finden Sie den? Nee. Und wie wär's damit? Eher die tiefe Lage kommt so von ganz unten. Hören Sie, nicht so. Ach, ich verstehe, mehr so das atemlose, glucksende, fast erstickende. Also bitte, nein. Gut, gut. Für Einsame haben wir da auch noch was, das Gruppenlachen. Sehr ansteckend. Also, ich meine natürlich positiv ansteckend. Nein, nichts von der Stange. Ich soll selber... Also, mein Arzt meint, nicht so das Konsumding, sondern was Selbstaktivierendes, damit ich was Eigenes hab. Ach, ich weiß ja auch nicht, hat wohl keinen Zweck. Also, da verschreibt Ihnen der Doktor schon kein Antidepressivum, sondern das viel weniger belastende und hochwertigere Lachen und dann auch noch wählerisch sein. Also, Generika sollten es da eigentlich auch schon tun. Generi? Hä? Na, also, flapsig gesagt, ein Nachahmerlachen, das dem eigenen Originallachen sehr nahe kommt. Sie kennen doch mein Lachen gar nicht. Außerdem habe ich doch gerade kein eigenes mehr. Dann bringe ich Sie dazu. Besser gesagt, dieses viel empfohlene, von Ärzten empfohlene Gerät. Warten Sie mal, ich hole es rasch. Und das soll ich jetzt probieren? Ach, entschuldigen Sie, das war jetzt das Auslaufmodell. Hier, das meine ich, mit Ultraschall. Ha ha ha.